Ja, hallo, ist das Heimschemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach in Murnau und in Bayern. Das ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, gerade ein bisschen Chaos bei mir, viele wechselnde Filmplätze. aber kriegen wir hin. Heute eine Frage von Jenka. Ja, es kriege ich jetzt ein bisschen mehr so Fragen, die schon an sich gearbeitet haben und schon mal in einer toxischen Beziehung waren, an sich gearbeitet haben, jetzt geht's weiter. Und ja, stay tuned. Ja, vorab wollte ich mal sagen, wenn ihr an euch arbeitet, ist es leider, ich find's, oder fand's, find's, selber auch zum Kotzen, wirklich, dass ja, das ist irgendwie mit dieses Wissen alleine, also schon eine ganze Menge, ne? Und das hilft auch, dass die Beziehungen, die einem nicht gefallen ist, kürzer werden. Und es muss dann trotzdem irgendwie durchlebt werden und verfestigt werden. Und also manchmal ist man frustriert, dass man dann doch wieder ein paar Monate in irgendwas Doofen gelandet ist. Also erstmal könnt ihr das einen Menschen irgendwo auch nicht ansehen, ne? Man muss die daten und klar, es geht darum, ja, da nicht zu viel Zeit zu verlieren. Also da muss man auch gnädig mit sich sein. Also ich kann auch niemand in den Kopf reingucken. Und diese Fantasien aus der Kindheit oder was auch immer es ist, das ist wirklich so hartnäckig. Also diese Anziehung, das ist, ja, also das Wissen ist schon mal eine Sache, aber es muss auch wirklich, ja, wie Klavierspielen oder so übend erlernt werden. Und wenn das manchmal ein bisschen länger dauert oder verzagt nicht, weil es geht schon immer vorwärts, ne? Also, hallo Christian, ich habe bei dir letztes Jahr im September einiges absolviert und damit konnte ich mich so einer dreijährigen ätzend toxischen Beziehung befreien und mich mit Hilfe der Selbstliebe-Challenge wieder aufrichten. Danke an dieser Stelle. Glückwunsch an dich. Gute Arbeit. Du machst die Arbeit. Ein halbes Jahr nach der Trennung lernte ich im Urlaub einen lieben, fast schüchternen Mann kennen. Wir kamen uns am letzten Abend näher, redeten viel und küssten uns. Ja, schön mal, nicht bei Tinder und so. Ich fand das sehr schön und hätte es so stehen gelassen. Er wollte allerdings nicht unbedingt wiedersehen, was mir auch gefiel. Wir trafen uns dann recht schnell nach dem Urlaub. Ich dachte, dieser Mann ist das genau ganze Gegenteil von meinem Ex-Bindungsängstler, viel weiter noch ein Plus als ich. Da brauche ich keine Angst vor einer Wiederholung der schlimmen 3 Jahre zu haben. So, du ahnst, es kommt anders, nachdem ich die erste Red Flag im Urlaub übersah. Mein Zimmergenosse hatte den Eindruck, er sei alkoholabhängig. Also jetzt, ja, kannst du jetzt zum Beispiel sehen, also ohne jetzt so streng mit dir zu sein, dass du sagen kannst, ja, guck mal, da hat mich doch die Fantasie wieder übermannt und ich habe doch zu meinem Schlechten über was weggeguckt und das wirst du nächstes Mal wieder besser machen. Das ist alles gut. Also das ist Lernen, so ist das halt, ne? Habe ich mit der Zeit gemerkt, diese Flagge ist sogar dunkelrot von Einzelgeschichten, dazu sehe ich mal ab. Gut, ja. Zweite rote Flagge, Lovebombing und Fast Forwarding. Jetzt muss ich nochmal sagen, diese beiden Sachen, das machen quasi alle Leute mit einem unsicheren Bindungsmuster. Also, das ist echt schwer abzulegen. Es machen sowohl Pluspole als auch Minuspole, auch Plus- und Minuspole, die nicht so hoch auf dem Level sind. Und ja, ein bisschen Lovebombing und Fast Forwarding gehört ja auch zur Verliebtheit dazu. Also, das ist wirklich häufig und kein Anzeichen unbedingt für Narzissten. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Vielleicht sprach er von Liebe und vom Heiraten. Okay, das ist schon ein bisschen krass. Das ist ein bisschen mehr als man. Also das ist schon so ein bisschen Red Flag-mäßig, muss man einfach sagen. Ein Antrag erhielt ich nach 3 Monaten Fernbeziehung, täglich mehreren Anrufen und Liebe schwören. Ja, wie so viele bekommst du nach einem Minuspol einen extremen Pluspol und stellst fest, es ist nichts besser. Deswegen, ich habe schon mal gedacht, ich verbanne das Wort Narzissmus von meinem Blog, weil das ist ein Irrtum. Also das ist, also beide Bindungsausrichtungen sind hochproblematisch. Also man müsste, also ich sage gerne toxisch, man müsste vielleicht sogar noch lieber sagen, unbewusst oder nicht aufgelöst, Trauma nicht geheilt. Also man kann da ganz viele Begriffe für finden, ne? Aber es ist bestimmt nicht nur Narzissmus. Ne? So.
Aber sowas sollte einem schon, also es ist in Ordnung, wenn jemand sich mitreißen lässt vom Verliebtsein, aber da spricht natürlich schon eine gewisse Neediness raus. Ist halt so, ne? Ich habe gesagt, das geht mir zu schnell, das ist mir zu viel, keine natürliche Entwicklung. Er hat sich immer wieder bemüht, sich abzubremsen, nicht zu trinken etc. Ich habe ihn immer ehrlich erlebt, im Grunde auch zuverlässig, außer wenn der Alkohol dazwischen kam. Ja, und bestimmt ist das ein Fortschritt zu deiner letzten Beziehung, konnte ich für wetten. Irgendwann hat er dann zum ersten Mal Schluss gemacht, das galt für so einen Tag und dann haben wir wieder alles vergessen. Ich fühlte mich plötzlich wie im alten Film angetriggert und den Plus wieder nach oben verschoben. Ja, Zurückweisung gebiert Obsession, aber nochmal, ich weiß, das ist schwierig zu hören. Das heißt, dass du auch immer noch da Material zu verarbeiten hast. Ne? Also wenn du richtig cool, ich meine, es dauert, ne? Du hast jetzt gar nichts falsch gemacht, aber wenn man jetzt richtig cool und voll fett in der Selbstliebe ist, würde man sich denken, ja, mach doch Schluss, mir noch Lacke egal irgendwie. Ja. So. Da hat er nur inzwischen einige Male gemacht. Ich habe so den Eindruck, künstliches Drama, damit er spürt, dass er geliebt wird. Ja, kann gut sein. Hinzu kam irgendwann Kritik an mir. An sich ja auch okay, allerdings sehr verletzend oder an den Haaren herbeigezogen. Das ist jetzt schon nicht mehr so lustig. Nach dem vergangenen Wochenende nun, ich bin seit gestern Abend wieder leider krank, rief er heute Morgen an und sagte einen üblichen Satz: Du liebst mich eh nicht mehr. Nachdem ich fragte, was los sei und ihm sagte, wie erst gestern, dass ich ihn durchaus liebe, sagte er, schön, aber ich dich nicht. Das ist so schräg und ätzend, da kann man nur sagen, weißt du was, ey, lass mich einfach in Ruhe. Gut, ich könnte auch noch andere Dinge sagen, aber wir wollen ja nicht zurückschießen, ne? Das ist erst im Schmerzkörper, warum auch immer, es hat nichts mit dir zu tun. Wo ich mal mehr darauf eingehen möchte in den Videos, ist, schieß nicht zurück, ne? Das füttert nur diese Opfer-Täter-Dynamik. Also hört es euch an, merkt, oh wow, jetzt bin ich aber angetriggert und macht sozusagen eine ruhige Entscheidung, wie ihr jetzt weiter verfahrt, die möglichst auch nicht von Verlustangst geprägt sein sollte, aber eben auch nicht von Zurückschießen möglichst. Ne? Eine Frage nach dem Warum beantwortet mir er, weil du nicht zur Arbeit gehst, mit dem, was du hast, bleibt man nicht zu Hause. Das ist so schräg, da fällt mir nichts so ein. Tut mir leid. Eine halbe Stunde später kam eine WhatsApp, er sei der Meinung, wir sollten getrennte Wege gehen. Ja, yeah, gute Idee. Und tschüss. Ich rief ihn an, was denn soll diese Kommunikation über WhatsApp? Also es bringt da eigentlich nichts, nochmal anzurufen. Er ging nicht ran, ich holte tief Luft und antwortete nur mit okay. Super cool reagiert, nicht ausgeflippt, nicht zurückgeschossen, sehr gut. Danach folgten seinerseits einige Beschimpfungen, Unterstellungen, Aufforderungen, Sachen zurückzugeben, etc. Also er ist da voll angetriggert in seinem Schmerzkörper, im Ego, warum, kann ich dir nicht sagen. Aber ich beglückwünsche dich, ich muss jetzt wirklich mal loben, dass du da nicht zurückgeschossen hast, echt gut. Nun ist Ruhe, ich habe mich auf WhatsApp nicht mehr geäußert, ich kann nicht mehr, dieser Wechsel seit inzwischen 4 Monaten, zwischen Liebe einfordern, Vorwürfen, Unterstellungen, Zurückweisungen, Kritik, dann zieht mir nur noch Energie. Und meine Frage, ab wann ist ein extremer Pluspol für einen anderen Pluspol dann fast doch wieder so toxisch wie ein Minuspol? Er ist genauso toxisch, ist die Wahrheit, wenn er genauso unaufgelöst und unbewusst ist. Das ist leider die Wahrheit. Also manchmal, ich finde es manchmal schwierig, weil, also auf beiden Extremen, Pluspol und Minuspol, haben wir so niedrigen Selbstwert und auch niedriger. Wenn jemand extrem niedrigen Selbstwert hat und nach 5 Minuten angetriggert ist, dann kann also auch der extreme Pluspol kann dann in dem Moment narzisstisch rüberkommen, obwohl er kein Narzisst ist. Ne? Also das ist manchmal, in diesen Extremen ist das echt schwer auseinanderzuhalten. Das ist so ein bisschen wie mit linksradikal, rechtsradikal. Klar, es ist eigentlich meilenweit entfernt und doch in der Radikalität ist es schon wieder Ähnlichkeiten so, ne? So ähnlich ist das hier. Oder habe ich einen passiven Bindungsängstler? Du hast einfach jemanden, der hoch traumatisiert ist. Ich mag da jetzt auch keine Diagnosen über die Ferne geben, aber es ist unbewusst, toxisch, Schmerzkörper, nennst du es. Wie sehe ich rote Flaggen wirklich rot oder mache ich sie mir nicht rosa? Das ist ein Lernprozess, das geht nicht so schnell. Und ich meine, das ist jetzt schon wieder extrem und vielleicht kann man sich wünschen, dass das
nächstes Mal aus, sorry, noch schneller geht als nach 4 Monaten, aber nächstes Mal ist es vielleicht nach 4 Wochen schon. Und wie gesagt, wenn man so bei 3 Wochen ist, das ist echter Fortschritt, ne? Und dann kommt auch häufig mal was anderes oder bekommt andere Themen. Aber soweit ich das hier sehe, bist du ja selber so vom helfenden Fach und manchmal habe ich das Gefühl, die kriegen besonders viel Lernmaterial. Also, aber ich weiß es nicht. Ich habe durch deine Kurse auf so vieles aufgepasst. Ich habe das Gefühl, mir ist da was durchgeflutscht, auf das ich noch nicht vorbereitet war. Vielleicht war es einfach zu früh und die Selbstliebe hinkt noch. Also, jetzt mach dir mal bitte, du kennst ja das Programm, mal positive Kontergedanken. Wie zum Beispiel, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe vorher 3 Jahre gebraucht, jetzt sind es 4 Monate, das ist Fortschritt. Jeder kann sich 3 Monate verstellen und dann habe ich nur noch 1 Monat gebraucht. Also es gibt 1000 gute Sätze, die du hier dazu sagen könntest. Mach das. Und ja, geh nicht wieder zurück, das weißt du ja und so. Und es hat nichts mit dir zu tun. Das ist. Und ja, kann man noch schneller drauf kommen? Ja, aber es ist ein Prozess. Es geht nicht um Perfektion, es geht um Fortschritt. Mehr nicht. Alles gut. Ja, in diesem Sinne, wir werden uns mal wiedersehen.